Freunde, wir beginnen das zweite Buch der Torah, Parashat Shmot. Gleich zu Beginn sagt uns die Torah, und Josef starb, und seine Brüder starben, und die ganze Generation starb, und dann begann die Versklavung des jüdischen Volkes. Warum beschreibt die Torah detailliert das Ableben Josefs, seiner Brüder und der gesamten Generation? Kommentiert der Or HaChaim, das war ein wichtiger Torah-Kommentator von nicht allzu langer Zeit, und er sagt folgende Gedanken. Er sagt, die Generation von Josef, seiner Brüder und seine ganze Generation waren Menschen, die nach Mitzrayim, nach Ägypten gekommen sind, aus Eretz Knaan, und sie hatten noch ein jüdisches Selbstverständnis, ein jüdisches Selbstbewusstsein. Wir sind Hebräer und wir sind stolz, dass wir einen Josef haben, der nicht verschweigt, dass er jüdisch ist, dass er ein Hebräer ist, aber trotzdem voll mit beiden Beinen im Staat steht und arbeiten kann, etwas leisten kann. Heißt, die Generation von Josef war eine Generation, die stolz auf ihr Judentum war und gleichzeitig aber Teil der Gesellschaft war. Mit der Zeit aber, erklärt der Or HaChaim, starb Josef, starben die Brüder, starb die Generation. Die Menschen fingen an zu meinen, um Teil der ägyptischen Gesellschaft zu sein, können wir nicht mehr dieses Selbstbewusstsein haben. Wir müssen es wegnehmen, dann werden wir endlich mehr integriert sein. Er hat uns die Torah, genau das Gegenteil ist das Resultat. Umso mehr der Mensch meint, dass er sein jüdisches Selbstverständnis aufgeben kann oder aufgeben soll, um Teil einer Gesellschaft zu sein, wird es irgendwann so zurückkommen auf das jüdische Volk, dass die Gesellschaft erst dann das jüdische Volk versklavt oder sie nicht mehr haben möchte. Und die Geschichte des jüdischen Volkes der letzten 2000 Jahre hat das ganz gut gezeigt. Man braucht keinen Torah-Beweis, es reicht einfach, die Geschichte rückwirkend zu betrachten und zu schauen, wie viel hat wirklich eine absolute Assimilation gebracht? Hat es wirklich das Ziel gebracht, der vollkommenen Integration, oder hat es dem jüdischen Volk eigentlich, wenn wir das rückwärts betrachten, auch nicht sehr viel Gutes gebracht im Endeffekt? Sondern wir lernen aus der Parasha, dass Josef, seine Brüder und die Generation hatten ein jüdisches Selbstverständnis. Sie waren stolz darauf, jüdisch zu sein, aber gleichzeitig auch Teil der Gesellschaft. Und die Lehre für uns ist, auch hier, wo wir in einem freien Staat leben, nicht auf das Jüdische zu verzichten, sondern stolz zu sein, dass man jüdisch ist, es nicht zu verbergen, bei der Arbeit zu sagen, ich bin jüdisch, und wenn man Koscher hält oder Feiertage hat, es auch zu erklären. Die Menschen haben viel mehr Verständnis für einen Menschen, der stolz darauf ist, was er tut. Er muss es erklären können, er sollte es erklären können, aber er repräsentiert das auch nach außen und versteckt sich nicht. Denn sobald Menschen merken, dass jemand sich versteckt oder sich für etwas schämt, dann hören sie auch das auf zu respektieren. Und das ist die Lehre von uns, die wir von der Generation von Josef nehmen können und Rückschlüsse ziehen können, dass in der Generation der Versklavung dann die Juden gemeint haben, sie können sich assimilieren, aber im Endeffekt hat es mit der Versklavung geendet. Shabbat Shalom.